Mut Talks. Ein Podcast der Mutmacherei. Ihre Molla lädt zum Gespräch. Herzlich willkommen zum Mut Talk, diesmal mit Georg Planck, dem Gründer von Pastoral Innovation. Lieber Georg, das Thema, mit dem du dich beschäftigst, das, was du gegründet hast, ist ein für die Mutmacherei etwas ungewohntes Thema. Und darum bitte ich dich gleich zum Einstieg um ein bisschen Nachhilfeunterricht. Erklär mir und uns vielleicht doch bitte, was ist überhaupt pastoral? Hat das mit Pastoren, vielleicht Pastorinnen, mit Pfarrern zu tun? Ist das ein Eigenschaftswort, ein Hauptwort, eine Tätigkeit? Bitte um Nachhilfe. Ja, gerne. Und gleich am Beginn, danke für die Einladung und dir, liebe Ira, und auch allen, die sich diesen Talk anhören. Ich hoffe, wir können es interessant und inspirierend halten. Pastoral ist tatsächlich ein Fachbegriff, theologisch gesehen meint es alles, was quasi in Kirchen, also nicht nur in der katholischen, sondern generell in christlichen Kirchen getan wird, also das Handeln von Kirchen. Und da denken natürlich viele in erster Linie an Gottesdienste, aber es meint eben viel mehr, also auch kirchliche Bildungsarbeit, Jugendpastoral sagt man auch, oder mit Kindern, oder diakonisch-karitative Arbeit im Sozialbereich, oder auch zunehmend, Gott sei Dank, auch ökologische Arbeit. Papst Franziskus hatte mit Laudato Si, mit dieser Enzyklika, mit diesem päpstlichen Schreiben, da eine enorme quasi Weite gezeigt, was diese Themen betrifft. Also alles, was Kirche tut, ist im Grunde genommen mit Pastoral gemeint. Und deswegen ist das ein weiterer Begriff als nur Seelsorge. Also bei Seelsorge, das ist doch ein engeres Verständnis, wo sich Seelsorger, früher tendenziell in erster Linie Priester, heute auch Seelsorgerinnen, auch in der katholischen Kirche, die zum Beispiel im Krankenhaus oder auch in persönlicher, spiritueller Beratung mit Menschen arbeiten und so weiter. Aber Seelsorge ist doch eher so das religiös-spirituelle, während Pastoral eben noch einmal weiter gefasst ist. Ah, das ist interessant, weil wusste ich überhaupt nicht. Das heißt, wir sprechen heute über einen relativ weiten Begriff in deinem Feld. Du, und bevor wir einsteigen zur Gänze, würde ich dich auch noch bitten, erzähl uns ein kleines bisschen was über deinen Hintergrund. Ja. Woher kommst du, damit wir dann besser verstehen, was dich zu pastoraler Innovation geführt hat und was das ist? Ja, ich glaube, das wäre ein guter Einstieg, weil ich war ja von klein auf ein sehr neugieriger Mensch bis hin zum Abenteuerlichen, also die Nase in Dinge reingesteckt, die mich einfach interessiert haben. Man könnte generell sagen, dass das Andere oder das Fremde war für mich immer anziehend, nicht abstoßend. Und das war noch vor jeglicher Ausländerdebatte und solchen Dingen. Wobei es hat auch damit zu tun, weil ich bin in Feldkirchen bei Graz aufgewachsen. Das ist ein Vorort, der mittlerweile, wenn man drüber fliegt, sieht man das nicht mehr, weil das alles zusammenwächst. In einer Metropolitan Area quasi. Und wie ich ein Kind war in den 60ern, begannen sie die A2 Südautobahn von Wien nach Italien vor unserer Nase zu bauen. Ich sage immer schmunzelnderweise als Lärmschutz zwischen uns und dem angrenzenden Flughafen. Weil seitdem es die Autobahn gibt, hört man den Flughafen nicht mehr. Also neben einer Autobahn wohnen ist nicht lustig. Aber da ist mir schon als Kind mit 5, 6, 7 Jahren aufgefallen, dass da die meisten Arbeiter, waren natürlich nur Männer, eine andere Sprache gesprochen haben. Einmal gab es zum Beispiel einen fürchterlichen Hagelsturm und da sind die Arbeiter geflüchtet und zu uns ins Haus gekommen, weil sie sonst wirklich verletzt worden wären. Und das waren halt Jugos, ne, wie man damals gesagt hat, wie man nicht wusste, dass das abwertend ist oder dass da verschiedene Nationen innerhalb der jugoslawischen Volksrepublik, keine Ahnung, ne, aber das waren Jugos. Und das war irgendwie für uns Kinder, aha, was reden die und wie sind die, ne, und was haben die für Zigaretten und so weiter. Und wie ich dann zum kirchlichen Dienst gekommen bin, das hat einfach damit zu tun, dass in unserer Pfarre eine sehr lebendige eben Jugendpastoral existiert hat. Also wir haben unglaublich viel miteinander gemacht, machen dürfen. War zwar ein sehr konservativer Pfarrer, aber der hat uns irgendwie vertraut. Und ob das jetzt im geistig-spirituellen war, wir haben viel experimentiert mit Meditationen, mit Bibel selber lesen und darüber reden, aber oder auch im Freizeitbereich, Radtouren, Tanzereignisse, alles Mögliche, ne? Und das war einfach sehr bereichernd. Ich habe dort irgendwie gemerkt,
Wenn ich mich engagiere, ehrenamtlich natürlich, dann bekomme ich viel, viel mehr zurück, als was ich geben kann. Also diese Dynamik, ne? Ich lebe nicht nur für mich und mein Heil sozusagen, sondern ich tue auch was für andere, selbstlos. Und das macht mich umso reicher. Verstehst du? Also diese Dynamik, die hat mich nicht mehr losgelassen bis heute. Also nicht, obwohl ich jetzt Unternehmer bin, ich muss auch aufs Geld schauen und trotzdem, jetzt habe ich gerade einen E-Mail-Verkehr mit einer slowakischen Jugendorganisation und die wollen mich tatsächlich einladen, mit mir arbeiten. Da geht es auch um die Honorarfrage, ne? Und dann sage ich auch immer dazu, okay, das sind meine normalen Honorarsätze, weil davon kann ich leben in Österreich, ne? Ohne reich zu werden, aber davon kann ich leben. Aber das ist halt nur Umsatz, ne? Bei einem Unternehmer. Da kommt noch Steuer, Sozialversicherung, alles weg. Aber es soll nicht am Geld scheitern. Das heißt, ich möchte so arbeiten, dass ich auch genug erwirtschafte, um dort, wo es nicht anders geht, auch mit weniger oder gar keinem Honorar mich einsetzen zu können, wenn mein Herz mich hinzieht, ne? Und das hat alles so seinen Ursprung in Feldkirchen. Und to make a long story short, ich habe dann eben Theologie studiert, habe aber sehr schnell gemerkt, dass die Option Priestertum für mich keine ist. Gar nicht zuerst aus Zölibatsgründen, sondern eher von der Rolle her. Also ich habe gemerkt, dass diese Art von Priestersein irgendwie antiquiert und anachronistisch ist. Und das hat sich in meinem ganzen Leben sehr bestärkt. Also das nicht, dass ich das Priestertum abschaffen will, aber es gehört wirklich innoviert, um es mit meiner heutigen Terminologie zu sagen. Und ich selber bin quasi den Weg gegangen, dass ich dann auch in der Kirche angestellt war. 25 Jahre lang in verschiedensten Aufgaben, beginnend in einer Pfarrei und Religionsunterricht, aber dann sehr schnell auch auf Diözesaner, also Landesebene quasi. Dadurch konnte ich das System, die Organisation, Kirche nochmal von verschiedenen Perspektiven kennenlernen, weil es ist eine sehr, sehr komplexe Organisation mit vielen Facetten. Und das hat mich immer mehr gereizt, da in Lernender zu bleiben, sprich da auch neugierig zu bleiben. Also ich habe sowohl in allen Bereichen, wo ich gearbeitet habe, immer gleich einmal geschaut, so im deutschsprachigen Raum, wo gibt es denn da Leute, von denen ich lernen kann? Also die schon mehr Erfahrung haben oder innovative Wege gehen und so weiter. Und andererseits auch über die kirchlichen Grenzen hinaus, also sowohl ökumenisch andere Kirchen, andere Religionsgemeinschaften, als auch nicht kirchliche Bereiche. Weil ich schnell gemerkt habe, das sind doch Ähnlichkeiten. Also wenn jemand sich zum Beispiel im ökologischen Bereich engagiert, dann stößt du ja auch auf die Frage, naja, wie ist das? Reine Absichtserklärungen oder Wünsche reichen ja nicht, um etwas tatsächlich umzusetzen, zum Beispiel. Also wie kommt man von noch so guten Ideen zu erfolgreichen Umsetzungen, wie es ja in einer Kurzdefinition von Innovation auch heißt. Auch nur umsetzen allein reicht nicht, sondern es soll ja was bewirken. Also kommen die Ergebnisse raus, die ich eigentlich anstrebe, wenn ich etwas umsetze. Und das sind so prinzipielle Fragen, die kannst du auf alles umsetzen oder umlegen. Okay, und du hast das auf Pastoraltätigkeit im weitesten Sinne offenbar umgelegt. Jetzt steigen wir mal so ein bisschen konkreter schon ein. Was ist Pastoralinnovation? Was hast du da gegründet? Mit welchem Anliegen? Mit welchem Ziel? Ja, das hat zwei Aspekte. Zum einen ist Pastoralinnovation, ich nenne es immer eine Initiative, die Menschen, die kirchliche Bereiche innovieren wollen, unterstützt. Und das hat drei Facetten. Zum einen natürlich die klassischen theologischen Aspekte und auch geistlich-spirituellen Aspekte, die in der Kirche natürlich immer wichtig sind. Was wir dazulegen, ist auch, was meint man eigentlich fachlich mit Innovation, mit Innovieren? Also, dass das nicht nur ein Schlagwort ist, sondern dass die Forschungen, das Instrumentarium, die Werkzeuge aus der Innovationsforschung, aus der allgemeinen Innovationsforschung auch verfügbar werden für Menschen, die dafür überhaupt keine Ausbildung haben. Das können Ehrenamtliche sein, aber auch Hauptamtliche. Auch hohe kirchliche Verantwortungen haben keine Ahnung. Das ist überhaupt nicht despektierlich gemeint, sondern einfach faktisch, wie man eben innoviert, wie man aus guten Ideen erfolgreiche Umsetzungen macht und sich dadurch auch vor Frustrationen bewahrt, wie man mit Scheitern umgeht, mit Krisen und sie auch als Lernressource nutzt, wie man Typen von Innovation unterscheiden kann und Phasen von Innovation, all diese fachlichen Tools.
Und diese drei Dinge, geistlich, theologisch, fachlich, die kombinieren wir in allem, was wir tun. Und das ist von Anfang an sehr gut angekommen, weil das offensichtlich einen Bedarf irgendwo angesprochen hat, der da war. Jetzt möchte ich da auch gleich das Ganze noch ein bisschen weiter auspacken. Also du hast einmal erwähnt, du richtest dein Angebot an Leute, die in der Kirche, in Bereichen der Kirche innovieren wollen. Wer sind die denn? Was können wir uns da darunter genauer vorstellen und auch, wie viele sind das? Also du hast schon gesagt, es wird sehr gut angenommen, aber erzähl doch so ein bisschen, gibt es auch viel Widerstand oder Skepsis oder läufst du bei allen offenen Türen ein, wie ich da? Das wäre nicht normal. Irgend sowas habe ich fast vermutet. Naja, es war, also wie ich begonnen habe, war ich in der österreichischen Kirchenlandschaft relativ gut bekannt. Also in der katholischen sowieso mit Bischöfen und anderen höheren Verantwortlichen, weil ich eben durch bestimmte Initiativen und auch österreichweite Prozesse ja immer wieder einer war, der sich sehr intensiv eingebracht, manchmal auch zu intensiv, vielleicht zu kreativ eingebracht hat. Aber ich war relativ bekannt und auch, denke ich, ich hatte keine großen Feinde, ne? Und dennoch war es für viele dann verwunderlich, was macht der denn jetzt, ne? Und das hängt mit dem zweiten Aspekt von Pastoralinnovation zusammen. Ich musste dem Ganzen ja irgendwie eine rechtliche Basis geben. Und nachdem ich wollte wirklich frei verfügbar sein mit dem, was ich halt gelernt habe in diesem System Kirche im deutschsprachigen Raum. Deswegen auch diese Eingrenzung, die jetzt nicht absolut ist. Also ich arbeite ab und zu schon auch mit Initiativen, wo sich unser Wertesystem sehr deckt, ohne dass es jetzt spezifisch christlich oder kirchlich wäre, ne? Aber das ist eine reine Kapazitätsfrage, wie stark man das machen kann. Und ich kenne mich halt im kirchlichen Bereich aus. Also in der ökologischen Szene zum Beispiel bin ich reiner Sympathisant und Nutzer und Multiplikator, aber ich kenne mich nicht wirklich aus, wie die Szene läuft, was da los ist. Das kenne ich nur von außen, während ich Kirche von innen kenne, und zwar sehr gut. Aus verschiedensten Gründen übergut, ja, also bis in die heiklen Dinge. Und von daher fühle ich mich da im deutschsprachigen Raum vertraut. Ich sage das immer eingrenzend, weil ich wohne ja gleich an der Grenze zu Slowenien. Da würde ich mich nicht auskennen. Das ist eine komplett andere Kirchenwelt. Oder Italien oder Ungarn. Okay. Ja. Und das muss man schon sehen. Das sind historisch ganz andere Bedingungen und auch gegenwärtig. Das heißt, wenn ich wo einsteige, dann bin ich nicht wie ein externer Berater, dem man erst einmal erklären muss, worum es da jetzt eigentlich geht. Das weiß ich meistens schon. Oder da reichen einige Hinweise. Und das Zweite ist, ich musste dann einfach eben... Oder musste. Ich habe dann gemerkt, wenn ich das tun will, dann kann ich nicht in einer kirchlichen Organisation, also in dem Fall Diözese Graz-Seckau, angestellt sein. Das sperrt sich einfach, ne? Wenn du verfügbar sein willst für alle, dann wäre das sonst wie wenn der Landesrat für Verkehr in Steiermark in Kärnten auf einmal was tun will. Ne? Dann sagen die auch, was machst du denn hier? Ne? Also das war, deswegen musste ich quasi die Komfortzone einer kirchlichen Anstellung verlassen. Das habe ich mit 50 gemacht. Das aber andere schon irgendwie auf dem Landeanflug Richtung Pension. Habe ich noch einmal alles liegen und stehen gelassen. Und da haben ganz viele zu mir gesagt, so, wow, du bist aber mutig. Und mit der Zeit habe ich dann kapiert, du bist mutig, heißt auf Deutsch, du bist verrückt. Ne? Du, ich wollte auch gerade einwerfen, ja. Ein mutiger Schritt. Und genau, das ist nicht wirklich ein Kompliment, weil viele meinen, wie kannst du nur so blöd sein, ne? Ich hatte damals auch wirklich eine gute Stellung, auch guten Ruf, einige Erfolge. Also ich bin wirklich gegangen, wie es am besten geschmeckt hat. Was aber auch ein Riesenvorteil ist, weil man mit dieser Dynamik und Freude ganz anders etwas Neues beginnt, als wenn man zum Beispiel in einem Konflikt scheidet. Also ich bin wirklich ohne negativen Grund gegangen. Musste dann aber, wie gesagt, ich war dann in der rauen Wirklichkeit eines Jungunternehmers mit 50. Und das war schon spannend bis heute eigentlich, bin ich froh für diese Erfahrung. Ja. Und habe eben dann ein Gewerbe angemeldet. Also Pastoralinnovation ist neben dem Impuls, Initiative, jetzt auch aktuell eine Unternehmensberatung. Aber es kann sein, dass es die Unternehmensberatung in ein paar Jahren oder wenn ich in Pension gehe, nicht mehr gibt, aber die Initiative weitergeht. Also es gibt jetzt schon Kunden von mir, die nennen ihre Initiativen aufgrund unserer Kooperation Pastoralinnovation. Und das ist auch von mir so gedacht. Also es gibt keinen Copyright und keinen Schutz.
Mir geht es nur darum, dass da jemand keinen Blödsinn draus macht. Aber das ist bis jetzt noch nicht passiert. Und ich bin da eher stolz drauf, wenn das dann aufgegriffen wird als quasi Fachbegriff, den es vorher noch nicht gab. Ne? Also, wenn so dein Anliegen ist, dass kein Blödsinn gemacht wird, ja, um es positiv zu formulieren, Ja. was genau soll denn passieren? Ja. Wann handelt es sich um wünschenswerte und gute Innovation in dem Sinn und auch in den Bereichen, die du anstrebst? Ja. Was sollten da innoviert werden? Ich versuche es einmal ganz einfach so zu formulieren. Es geht letztlich um ein Stück Weltverbesserung. Das sage ich ganz idealistisch. Also es gibt Menschen, die wollen einfach ihren Beitrag leisten, dass diese Welt mit ihren Menschen und Geschöpfen und Möglichkeiten sich gut entwickelt und nicht schlechter, ne? Genau. Und mit diesen Menschen verbindet mich ganz viel, viel mehr als mit solchen, wo ich vielleicht einen ähnlichen Glauben teile, aber wo ich spüre, denen geht es überhaupt nicht um Weltverbesserung, sondern um ihre, ich weiß nicht, Institution oder um ihre Pfarrei oder um ihren Narzissmus, was immer, ne? Also so grundsätzlich, was ich vorhin sagte, dass ich sehr gerne von anderen gelernt habe, von klein auf, ohne das jetzt groß zu reflektieren, gerade auch vom anderen, vom Fremden oder auch vom Befremdenden, dass ich das immer eher als Chance gesehen habe als Gefahr oder Sorge. Und ich denke, wir sind jetzt in einer tatsächlichen Krisenzeit, mit aktuellen Krisen, aber auch mit sich zuspitzenden Krisen, globalen Krisen, wo das umso mehr gefragt ist, dass einzelne Menschen sich fragen, was kann ich beitragen, dass diese Welt sich gut entwickelt und egal auf welchen Ebenen. Also ich sehe mich da quasi innerlich verbunden mit Menschen, die das wollen und zumindest versuchen. Und natürlich, wie es halt im Menschlichen ist, heutzutage mit 8 Milliarden Menschen auf der Erde, die wir angeblich vor ein paar Wochen erreicht haben, wenn wir da was bewirken wollen, dann sollen wir uns auch organisieren, dann sollen wir uns auch zusammentun und nicht nur individualistisch das versuchen. Sonst werden wir, ich sage mal, gegen andere Kräfte, die sich sehr wohl professionell organisieren und weltglobal vernetzen, keine Chance haben. Also es ist schon auch ein spiritual battle, würden wir sagen, im spirituellen Bereich. Also kein gewalttätiger Krieg, aber ein spiritual battle. Also es geht um was und es gibt unterschiedliche Interessen. Also darf man nicht blauäugig sein. Und mit Pastoralnovation sage ich, wir haben ja dieses Motto, dem Heiligen Geist Landeplätze bereiten. Das ist jetzt eine religiöse Formulierung, aber nicht nur. Weil mit Heiliger Geist ist ja im christlich-theologischen gemeint, dieser dreifaltige Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist, also mit jedem Kreuzzeichen sagt man das ja als Katholik. Aber dass dieser eine Gott in drei Personen, das ist natürlich ein irrsinnig schwer verständliches Konzept, aber der Heilige Geist, diese Dimension ist im Katholischen total unterbelichtet, weil es am schwersten fassbar ist und weil es auch nicht so leicht mit Dogmen oder Gesetzen oder Glaubenslehren einzufangen ist. Aber gemeint ist grundsätzlich die Lebenskraft. Oder wie es im Hinduistischen heißt, dieser Lebensatem. Atem ist ja auch ein Sanskritwort, ne? Dieser Atem Gottes, so wird der Heilige Geist auch in vielen alten Gesängen benannt, Atem Gottes komm und so weiter, der uns überhaupt erst Leben ermöglicht. Also ohne Atmung kein Leben. Und einatmen, ausatmen, dieser Rhythmus, das quasi Vergiftete raus, das Frische rein. Und ich sage immer, kein Grashalm könnte wachsen ohne diesen Lebensatem. Und kein Tier und kein Mensch, keine Sekunde lang. Ne? Und dann, das sind so Symbolbilder, aber die sich auch mit anderen spirituellen, religiösen Traditionen aus anderen Kontinenten, da ist eine irrsinnige Verbundenheit da, wo spirituelle oder mystische Menschen das schon lange, also vor allen Institutionen, praktizieren auch. Und die bekommen oft Schwierigkeiten mit den eigenen Dogmatikern, aber das ist eine sehr, sehr tiefe Verbundenheit. Und Heiliger Geist ist aber darüber hinaus, kann man auch ganz profan deuten. Also warum stehst du in der Früh auf und woher kommt deine Energie, überhaupt etwas zu tun? Es wird ja nicht nur deswegen sein, dass du sagst, ich muss halt irgendwie den Tag verbringen oder meine Brötchen verdienen, sondern was ist es, dass ein Mensch am Morgen aufwacht und nicht depressiv in sich versinkt? Wie es leider bei vielen Menschen auch der Fall ist, dass sie einfach die Energie nicht mehr haben.
Aber woher kommt diese Energie? Ist das reiner Zufall? Ist das mein Training? Also ich kann natürlich was dazu beitragen, aber letztlich ist es für mich auch ein Geschenk. Jeden Tag neu. Und oder wenn Menschen kreativ sind, also wenn dort, wo Probleme auftauchen, vielleicht unüberwindliche Probleme oder unüberwindlich scheinende, die einen sagen, da kann man nichts machen, das haben wir eh schon so oft probiert, oder vergiss das, das wird nie klappen. Und andere sagen, nein, ich will es aber trotzdem probieren und ich will trotzdem mich mit anderen vernetzen und nachdenken und vielleicht oder mich umschauen und neugierig sein und vielleicht finden wir was. Und also diese innovative Kraft, diese kreative, das würde ich auch als diesen Lebensatem, diesen kreativen Geist quasi sehen und deuten. Da muss man jetzt nicht unbedingt religiös sein in dem Sinn, ne? Ja, ich möchte da noch ein bisschen eintauchen. So auf der einen Seite ist bei mir auch sehr angeklungen, das, was du so beschrieben hast, als auch religionsübergreifendes oder kulturübergreifendes, was du erzählt hast, nicht? Wo man denkt, ja, das mit dem Atem und so weiter, da klingt viel aus verschiedenen Bereichen an. Die Frage, die du gestellt hast, so, warum steht man in der Früh auf und so weiter, ich denke mir, da gibt es ja ganz viel verschiedene mögliche Erklärungsansätze. Mhm. Ja. Also die Mutmacherei arbeitet zum Beispiel sehr viel auch auf Basis der positiven Psychologie und des Perma-Modells, ja, wo man sich viel ableiten kann, auch über so das Sinngebende im Leben zum Beispiel. Mhm. Ich könnte jetzt auch viele Erklärungsansätze finden, die so kommen aus dem Bereich der Neurowissenschaften, der Neuropsychologie und so weiter. Aber die können wir ja alle wunderbar nebeneinander stehen lassen und einander an den Händen halten, sich ergänzen und so. Jetzt der Punkt, den ich noch nicht ganz habe und der mich interessiert an Pastoralinnovation, an deinem Angebot ist, das ist zum Beispiel was, also wir sehen uns offenbar beide so als Weltverbesserer oder haben die Hoffnung, den Wunsch auf eine bessere Welt und wollen etwas dazu beitragen. Ich könnte nicht Pastoralinnovation machen, würde auch nicht auf die Idee kommen. Ja. Was ist jetzt so das ganz Spezifische, wo du eben so die Schnittstelle siehst zwischen deiner Zielgruppe, ja, also den im kirchlichen Bereich Tätigen, deinem Wissen, deinem Angebot und auch diesem Innovativen, was es jetzt eben unterscheidet von anderen Initiativen? Ich würde es auf zwei Ebenen beantworten. Das eine ist die interne. Also es gibt so und so viele kirchliche Menschen, verantwortliche Mitglieder etc. im deutschsprachigen Raum, nach wie vor. Sogar teilweise sogar eine Mehrheit der Bevölkerung. Und das ist sozusagen eine Zielgruppe, wo ich sage, hey Leute, wäre es nicht schön, wenn euer Glaube, wie immer der ist, ganz persönlich ausschaut oder euer kirchliches Engagement nicht nur innerkirchlich Wirkungen hätte, sondern wenn sich dadurch wirklich auch an der Welt und der Gesellschaft was verbessern würde. Das kann auf der sozialen Ebene sein, dass zum Beispiel Menschen solidarischer miteinander sind, oder auf der ökologischen Ebene, dass tatsächlich durch Fahren zum Beispiel ein ganz anderer Drive reinkommt, wie man vor Ort auch wesentlich ökologischer agieren könnte und so weiter. Das kann auch im Bildungsbereich sein, dass man auch die Bildungslandschaft so mitverändert. Es gibt ja in Österreich 70.000 katholische Schüler und Schülerinnen. Das ist ein Riesenplayer in der Bildungslandschaft. Im Politischen hörst du kaum was davon, ne? Obwohl die unglaubliche Erfahrung haben, wie kann eine zeitgemäße Bildung für junge Leute zum Beispiel oder auch in der Erwachsenenbildung ist die Kirche auch ein Riesenplayer, bei erwachsenen Menschen spielen, damit Menschen nicht nur mehr Wissen haben, sondern auch mehr Bildung. Also im Humboldtschen Sinne auch ein umfassendes Bildungsideal, damit sie auch anders handeln letztlich. Also nicht nur etwas anderes wissen, sondern auch anders handeln aufgrund der Bildung. Mhm. Also in vielen Bereichen würde ich einmal sagen, insiderisch wäre doch toll, wenn Menschen, die auch auf katholische oder evangelische Weise oder muslimische, wie immer, gläubig sind, wenn die erkennen, das sollte doch Impact haben auf die Welt, in der ich lebe, auf mein Umfeld und nicht nur auf meine Kirche oder Religionsgemeinschaft. Ne? Mhm, also das wäre schon toll. Oder vielleicht als konkretes Beispiel, Firmvorbereitung. Das wirst du vielleicht wissen, dass eben in den meisten Kirchen gibt es die Firmung oder Konfirmation im Evangelischen. Also mit altersmäßig unterschiedlich mittlerweile zwischen 12 und 17 Jahren meistens, also als Teenager, gibt es diese
dieses Sakrament oder diesen Ritus, der ursprünglich als Initiationsritus vergleichbar ist mit anderen Kulturen. Also das am Übergang vom Kind zum Erwachsenen, dass das nicht nur so zufällig passiert, sondern da gibt es ein Ritual, da gibt es einen begleitenden Ritus, der wie ein Übergang ist, wie ein Rite de Passage. Also du überschreitest etwas und dann bist du nicht mehr Kind. Also physiologisch bei einem Mädchen zum Beispiel durch die Menstruation oder bei Burschen durch die Geschlechtsreife und dann plötzlich die hormonellen Veränderungen. Und das wird begleitet durch hilfreiche Riten in allen Kulturen. Es gibt zum Beispiel die These, dass das im westlichen Kulturkreis ein Hauptproblem ist, dass viele politisch Verantwortliche nie wirklich Erwachsene geworden sind, ne? Weil sie nie richtig initiiert worden sind. Also nur so ein Thema, ne? Und quasi sich wie Vierjährige verhalten oder so. Ne? Wenn sie dann Macht in die Hand bekommen, sehr gefährlich. Ne? Und die Firmung wäre eigentlich sowas. Aber diesen Charakter hat es völlig verloren. Das ist nur mehr so eine Hülle. Und man macht es halt jetzt eh mit abnehmenden Zahlen, aber dennoch, viele machen es noch, weil es halt so dazugehört. Ja. Und Oder das weil es sagt, eine Uhr gibt oder sonst ja, irgendwas. genau. Und da arbeite ich mit und mein Team mit Leuten, also mit Pfarreien, die wollen das erneuern und dann drehen wir das komplett um. Da geht es nicht mehr darum, naja, die wissen ja heute nichts mehr von Kirche und Glaube, jetzt müssen wir quasi eine Vorbereitungszeit machen. Oder ja, wir machen das dann, diese Firmenvorbereitung, damit halt ein schönes Fest gefeiert wird und das war's dann. Oder bei manchen, wir machen das, damit hoffentlich nachher mehr von diesen jungen Leuten in die Kirche kommen jeden Sonntag. Ne? Das sind alles völlig unrealistische und auch nicht richtige Ziele. Wenn ich aber sagen würde, wir kommen hier in Kontakt mit jungen Menschen, die zu uns kommen, freiwillig, und eine gewisse Zeit mit uns als Pfarrei oder Gemeinde verbringen. Wie können wir mit diesen Menschen in eine gute Beziehung kommen? Wo wir sie besser verstehen und sie vielleicht sich selbst auch ein bisschen besser verstehen in dieser Phase der Ich-Suche, wo sie vielleicht auch ihre Befähigungen, ihre Talente besser entdecken, wo sie vielleicht erleben können, wie schön das ist, wenn man seine Talente einsetzt, für sich und für andere. Und das verknüpfen wir dann auch mit dem, wie ein gewisser Jesus von Nazareth gelebt hat. Und sie entdecken hier Parallelen, zum Beispiel. Natürlich, wenn ich jetzt christliche Firmung mache. Aber eben auf diesem Weg des eigenen Menschseins, der eigenen Erfahrungen. Und was immer dann rauskommt, und wenn dann, wie ich es oft erlebt habe, wie ich noch jünger war, wie dann Firmlinge zu mir gesagt haben, nach 10 Jahren, wenn ich sie getroffen habe, ich habe meistens gar nicht mehr gewusst, wer das ist, weil es einfach zu viele waren, was ihnen das bedeutet hat, oder dass das eine echte Zäsur in ihrem Leben war, auf die Art Religion, Glaube und sich selbst kennenzulernen. Da war es jetzt nicht so besonders wichtig, ob sie sagen, ich bin dadurch zum Glauben gekommen oder nicht, das war auch schön. Aber wenn sie gesagt haben, da bin ich erst draufgekommen, dass ich etwas wert bin, dass ich kein schlechter Mensch bin, dass ich nicht alles richtig mache vielleicht, aber dass ich total tolle Talente habe, die ich nutzen kann, dass mein Leben reich ist, nicht arm und so weiter, dass ich einen Beitrag leisten kann. Also wenn solche Rückmeldungen kamen, dann waren das die quasi Motivation für mein Tun wiederum. Also Das es ist die kann ich interne mir vorstellen. Seite. Und das kannst du auf alles umlegen. Ich meine, jede Sonntagsmesse, wenn da Menschen gleich rausgehen, wie sie reingekommen sind, dann läuft etwas fundamental falsch. Weil es geht bei einem Gottesdienst immer um Verwandlung, um sich weiterentwickeln und nicht gleich bleiben. Also Leben ist immer sich entwickeln. Kein Baum, der aufhört, sich zu entwickeln, kann leben. Der stirbt. Also wenn er sich nicht mehr entwickelt, ist er tot. Ne? Ich war da mal in der Steiermark bei so einer tausendjährigen Eiche im Frühjahr und die hat ausgetrieben. Da wusste ich, der lebt noch. Ne? Ja. Sag, ich versuche das jetzt zusammenzufassen, so wie ich dich bis jetzt verstanden habe. Sag mir bitte, ob das richtig ist oder nicht. Ist dein innovativer Ansatz der Kern dessen, worum es dir geht, das Wirken, das die Menschen haben oder haben können, die du ansprichst und die du quasi zufällig unter Anführungszeichen im kirchlichen Bereich tätig sind, dort ansetzt, sowohl bei sich selbst als auch bei anderen, wo quasi das reale Leben auch ansetzt. Ja? Das heißt, es steht nicht
der Glaube, die Glaubensrichtung oder die Kirche im Zentrum, die so quasi dieser Dreh- und Angelpunkt ist, sondern das, was die Menschen beschäftigt, das, was sie bewirken wollen und bewirken können, mit dem Hinweis auf ihre Entwicklungsmöglichkeiten, ja, also bei den Empfangenden quasi, von den, ich sage jetzt einmal, kirchlichen Dienstleistungen und bei denen, die da aktiv sind, wirksam werden zu können, ja, in einem positiven Sinn, der jetzt nicht ausschließlich aus dem Glauben oder der Religion kommt, ja, sondern dadurch vielleicht zusätzlich informiert und bestärkt wird und so. Trifft es das so ungefähr, was du Ja, vermitteln das hast du willst? sehr gut getroffen, aber ich würde ein bisschen Unterscheidung machen zwischen Glaube und Kirche, weil die Kirche ist doch eine verfasste Organisation quasi, ne? Das kann man definieren, wer da dazugehört und wer nicht und so weiter. Und es gibt sicher Leute, die sind halt in unserer deutschsprachigen Tradition Mitglied einer Kirche, die wurden nicht gefragt, die wurden einfach als Babys getauft, fertig. Und damit warst du Mitglied einer Kirche. Und das heißt, auch die stärker werdenden Austrittszahlen in Österreich und Deutschland, die sind ja nicht nur negativ, sondern das sagen heutige erwachsene Leute, meine Tochter zum Beispiel auch, ne? Die ist ausgetreten, weil sie sagt, ich habe vollen Respekt vor dir, was du tust und was die Mama tut, die ist Religionslehrerin, aber ich teile diesen Glauben nicht und ich möchte dieser Organisation auch nicht angehören, ne? Als junge Frau, die in fundamentalen Dingen eine andere Meinung hat. Das heißt aber nicht, also sie nehmen quasi ihre Freiheit in Anspruch. Das würde ich also nicht nur schlecht sehen, dass Leute austreten von etwas, wo sie nicht gefragt wurden. Aber das andere, der persönliche Glaube im einmal ganz allgemeinen Sinne einer persönlichen Beziehung zu dem, was wir halt im christlichen Gott nennen und was in anderen Traditionen anders genannt wird, das ist eine sehr persönliche Sache. Und da gibt es natürlich dogmatisch gesehen, was macht das zu einem christlichen Glauben? Wann ist es eher ein, ich weiß nicht, hinduistischer Glaube und so weiter? Aber das ist mir gar nicht so wichtig, sondern da geht es grundsätzlich um die Unterscheidung von Immanenz und Transzendenz. Also es gibt sicher Lebensformen, wo ich sehr immanent lebe und das ist weder besser noch schlechter als das andere. Und es gibt Menschen, die irgendwo sehr bewusst auch diese transzendente Ausrichtung haben. Das kann religiös sein, das kann spirituell sein, das kann auch eher philosophisch sein. Also zum Beispiel der Habermas, der alte, gute Habermas. Der ist religiös unmusikalisch, wie er selber von sich sagt. Ne? Aber er hat natürlich als extrem reflektierter Mensch und Philosoph einen hohen Respekt vor religiösen Gläubigen, weil er eben das merkt, dass die, er sagt immer, sich bei bestimmten Dingen vielleicht ein bisschen leichter tun, als wenn du rein immanent versuchst, Probleme zu reflektieren und zu lösen. Weil es natürlich gläubige Menschen ja in gewissem Sinn ein Grundvertrauen haben, dass sie gehalten sind. Das heißt, sie sind deswegen nicht besser, aber sie können oft mit weniger Kraft mehr bewirken, weil es da ein Urvertrauen gibt, ein sehr starkes. Bei wirklich persönlich gläubigen Menschen. Also ich rede jetzt nicht von Kulturchristentum, ne? Sondern Ja. so. Georg, dürfte ich dich bitten, dass du den Begriff immanent noch ein bisschen erläuterst und erklärst, für die, die da auch nicht so musikalisch sind? Ja, sehr gerne. Also ich würde es einmal so sehen, Immanenz ist halt eher alles, was ich auch persönlich wahrnehmen, reflektieren, mit den Sinnen wahrnehmen, mit dem Kopf reflektieren kann. Während Transzendenz Dimensionen erschließt, die ich nicht beweisen kann vielleicht oder die schwerer wissenschaftlich oder reflexiv festgemacht werden können oder empirisch beobachtet werden können. Also ein einfaches Beispiel, die Naturwissenschaften sind einer strengen Immanenz verpflichtet. Und das wünsche ich mir auch als religiöser Mensch. Es wäre Horror, wenn Naturwissenschaften plötzlich pseudo-religiös, wie es ja auch passiert ist, ne, leider in der Vergangenheit, das wird dann sehr schnell missbraucht. Also Schuster, bleibt bei deinem Leisten. Aber unser neuer Nobelpreisträger in Österreich, der Franz Zeilinger, ne, der ist ja strenger Naturwissenschaftler. Strenger Naturwissenschaftler. Und dennoch sagt er ganz locker, dass sich für ihn Glaube in Naturwissenschaften überhaupt nicht ausschließt, weil es ganz andere Zugänge zu der einen großen Wirklichkeit des, was immer ist, ne? Und wenn er naturwissenschaftlich jetzt Quantenphysik betreibt, ist das
auf bestimmte Methoden auch eingegrenzt und muss auch so sein, weil wenn man das vermischen würde mit anderen Methoden. Oder der große Ken Wilber, das ist ein, kennst du den vielleicht? Da kennst du ja auch diesen Riesenunterschied, wo er das, er sagt, die Naturwissenschaften können nur mit dem It, also mit dem Es und mit verlängerten Sinnen, also jedes Messinstrument ist ja ein, sind ja verlängerte Sinne für uns Menschen, an die Wirklichkeit herangehen, aber dann wirst du nie feststellen können, was es zum Beispiel ausmacht, dass wir uns sympathisch sind oder nicht. Oder warum, so wie ich jetzt einen Mann kenne, der seine mittlerweile sehr, sehr schwer erkrankte Frau, wo du nicht mehr weißt, was die noch mitbekommt oder nicht, Tag und Nacht pflegt. Das kannst du naturwissenschaftlich sehr schwer erforschen. Selbst meine Tochter ist auch Hirnforscherin, da stößt du wirklich an Grenzen, warum das so ist. Du kannst es beschreiben, welche biochemischen Prozesse sich abspielen in den Synapsen, aber du kannst die Frage nach dem Warum nicht lösen. Und andere Beispiele mehr. Also insofern würde ich sagen, Immanenz, Transzendenz sind nicht Gegensätze, sondern unterschiedliche Zugänge zu unserem Leben, zu unserer Lebenswirklichkeit, die ja unglaublich vielgestaltig ist. Und Religionen betreffen natürlich eher den Bereich der Transzendenz. Mein Anliegen ist es, dass das aber Auswirkungen hat auf das Leben mitten hier in dieser Welt, also immanent. Deswegen sehe ich da einen engen Zusammenhang, ne? Dass religiöse Menschen, die dann sozusagen auf wie immer geartete Weise sich dieser Bereich erschließt, das nicht nur so als Privatsache sehen oder mir geht es halt besser, sondern die auch daraus in gewisser Weise einen Auftrag ableiten für ihr Leben in dieser Welt. Und hoffentlich zu einem positiven Beitrag in dieser Welt. Ne? Friedvoller, gerechter, etc. Und meine Zielgruppe sind eben Menschen, die eher in entweder aus religiöser Motivation oder auch de facto sich engagieren in kirchlichen Organisationen. Aber wenn mein Leben mich anders geführt hätte, hätte es leicht sein können, dass ich das eher im Vereinswesen oder im politischen Bereich oder in einem anderen gesellschaftlichen Bereich, im wirtschaftlichen oder so mache. Ne? Das wäre genauso aus meiner Sicht weder besser noch schlechter, sondern ich bin sozusagen in dem Bereich geblieben bei meiner Veränderung, der mir vertraut ist. Ne? Ja. Mir drängt sich gerade jetzt eine Frage auf, die vielleicht ein bisschen weggeht von deinem Kern, aber die mich gerade beschäftigt und mich würde deine Gedanken dazu interessieren. Du hast gerade gemeint, Menschen, die in ihrem Glauben aufgehoben sind, haben auch einen gewissen Vorteil, insofern als sie ge getragen gehalten sind in dem, ja. Und ich denke mir, das geht ja auch aus von der Annahme, dass Menschen, die jetzt nicht in einem bestimmten Glauben, religiöser Art, sage ich einmal, eher verhaftet sind, sich nicht getragen gehalten fühlen. Das heißt, dass sie nicht eingebettet sind, auch in ein, ich sage mal, Wertegefüge oder einen Zugang, eine Haltung zum Leben, die das ermöglicht. Und zweite Vorannahme, dass Menschen, die in einem Glauben verhaftet sind, immer auch quasi den Benefit davon haben. In meiner persönlichen Wahrnehmung, die mag stimmen oder auch nicht, ja, habe ich den Eindruck, dass die Verhaftung in einem Glauben und vor allem auch in einer Institution wie der Kirche genau auch das Gegenteil bewirken kann. Ja, dass es auch Einschränkungen bringen kann, dass es Restriktionen, moralische Restriktionen bringen kann, die nicht, zumindest aus Außensicht, nicht immer hilfreich sind. Würde mich einfach interessieren, was du zu dem meinst, quasi zu meiner Sicht von außen auf das Thema. Dem kann ich nur voll zustimmen. Also das habe ich ja selber oft erlebt. Ne? Deswegen habe ich auch differenziert zwischen Glaube und Kirche, weil nachdem ich lange Zeit hauptamtlich, also angestellt und noch länger ehrenamtlich bin, ich jetzt noch im kirchlichen Getriebe tätig bin und jetzt quasi selbstständig. Also ich kenne diese ganzen Facetten und natürlich haben verfasste Religionen ein unglaubliches Potenzial zu allem Negativen auch, das es gibt. Ne? Zu Manipulation, zu Gewalt, nenne es, was du willst, ne? Auch zu Missbrauch. Also da war ich ehrlich gesagt sehr früh, habe ich da jegliche Naivität verloren und habe das, habe mich dann zunehmend gewundert über Leute, die sich wundern, dass auch in Kirchen die und die Dinge passieren. Weil es wäre ja unlogisch, wenn nicht. Also natürlich sind die moralischen Ansprüche höher und so weiter, zu Recht. Aber
wenn man ein bisschen nur in die Kirchengeschichte schaut oder auch in die Weltgeschichte, auch in die Geschichte anderer idealistischer Organisationen, ich weiß nicht, Kommunismus zum Beispiel oder so, ne? Also, oder die ganzen Erneuerungsbewegungen im Mittelalter. Es gab immer natürlich neben dem idealistischen Ursprung gute und schlechte Verwirklichungen, auch in den nächsten Generationen. Der heilige Franziskus zum Beispiel, der hätte sich im Grab umgedreht, wenn er mitkriegt hat, was seine unmittelbaren Nachfolger alles gemacht haben. Also das ist einfach nicht so, auch bei Innovationen im weltlichen Bereich. Da wird oft, das nimmt oft einen ganz anderen Weg, als es die Erfinder oder die Innovatoren am Beginn sich gewünscht haben. Die wünschen sich eine friedliche Nutzung von neuen Energien und rauskommen Atombomben zum Beispiel. Viele, viele Beispiele. Aber das ist keine Entschuldigung dafür. Es ist nur einmal, wie gesagt, die Naivität habe ich abgelegt, weil ich hingeschaut habe. Ne? Und mich dem, oder ich habe zum Beispiel, was du sicher auch meinst, ich habe schon als Jugendlicher und dann auch in den USA so evangelikal charismatische Bewegungen kennengelernt. Ne? Und die haben natürlich einen unglaublichen Drive und eine Dynamik und auch sehr viele schöne Facetten. Aber sie haben auch manchmal einen total abzulehnenden Trend Richtung Manipulation. Also wo Menschen, die auf der Suche sind, die vielleicht in ihrer aktuellen Phase gerade labiler sind oder so, diese Schwäche auszunutzen, um die Menschen quasi zu binden, um ihr schwaches Ich durch ein starkes Wir-Sektoid quasi zu stützen, statt, wie es von Jesus gemeint wäre, ihr Ich stark zu machen. Auch wenn das dann vielleicht heißt, dass sie sich wieder emanzipieren von der verfassten Kirche. Also ich nehme an, solche Dinge meinst du. Oder bei Frauen zum Beispiel, ne? Es gibt eine fürchterliche Geschichte, wenn man nur bei den Ordensfrauen schaut, was von denen jahrhundertelang erwartet wurde. Also in einem Frauenorden. Das ist, wenn man das heute liest, die Regeln und so weiter, das ist absolut abzulehnen. Und dennoch hat es jahrhundertelang eine, ich würde mal sagen, sehr traumatisierende Spur bei vielen Frauen hinterlassen. Aber nicht bei allen. Es gab auch wieder andere positive Aspekte. Aber da gebe ich dir völlig recht. Ich habe ja Habermas hier in dem Fall nur erwähnt. Der kommt natürlich aus einer Zeit der 60er Jahre, wo diese quasi traditionellen Prägungen von Kirchen in der Gesellschaft plötzlich, und ich sage oft auch zu Gott sei Dank, ins Wanken geraten sind. Weil die Selbstverständlichkeit, mit der kirchliche Organisationen das gesellschaftliche Leben mitgeprägt haben, auch und auch die Menschen, die das vielleicht gar nicht wollten, ne? In Schulen zum Beispiel, Krankenhäusern etc. Also ich bin ehrlich gesagt froh, dass da eine gewisse Säkularisierung zu einem entweder kooperativen Miteinander geführt hat oder auch in manchen Ländern zu einem laizistischen Nebeneinander. Das hat alles Vor- und Nachteile, aber auf jeden Fall keine, ich würde mal sagen, kein theokratisches Ineinander. Ne? Das wünsche ich mir als Theologe und als Christ überhaupt nicht. Ich bin froh, dass da klare Unterscheidungen gibt. Und wenn, dann sollte man das ehrlich besprechen, was, wie, wann und so weiter und nicht als gegeben hinnehmen. Ne? Und wir wissen ja im Deutschsprachigen, da haben sich ja nach diesen schrecklichen Religionskriegen, im Grunde genommen hat man den Frieden gefunden, indem man gesagt hat, ja, jeder Fürst soll bestimmen, welchen Glauben seine BewohnerInnen ausüben müssen. Ne? Die Steiermark war fast komplett protestantisch und plötzlich kann man war die Rekatholisierung angesagt, geistlich mit den Jesuiten und weltlich mit den habsburgischen Soldaten. Ne? Und die haben die Leute gezwungen. Entweder werdet ihr wieder katholisch oder ihr könnt gehen, wo der Pfeffer wächst. Ne? Oder würden vertrieben. So schreckliche Dinge. Und in anderen Gegenden war es umgekehrt. Und hat der evangelische Fürst bestimmt. So, und ab jetzt sind wir wieder evangelisch. Was ihr jetzt seid, ist mir wurscht. Ihr müsst das wieder sein. Und die, die sich vielleicht überhaupt schwer getan haben mit christlichem Glauben oder Kirchen, die mussten quasi das unterdrücken. Ne? Also da bin ich froh, dass wir in einer freien Welt leben, einer freien Gesellschaft. Wobei ich theologisch dazu sagen muss, deswegen habe ich das so unterschieden zwischen Glaube und Kirche. Also von unserem Gründer jetzt christlich gesehen, wie gesagt, Jesus, ist jeglicher Glaube, der nicht auf Freiheit fußt, absolut undenkbar. Also Glaube ist immer ein freies Ja zu etwas. Und egal wer, das kann niemand verordnen, darf niemand verordnen. Und das war schon damals provokant, wie er das so gelebt hat. Und ist es zum Teil heute noch, ne? Ja, vor allem denke ich mir so aufkeimende Bestrebungen, denn also
ich sage jetzt einmal überspitzt, die Gewaltenteilung aufheben zu wollen und so weiter, jetzt nicht notwendigerweise bei uns, ja, aber denke ich mir, geht auch sehr in die Richtung. Aber lass uns doch in hoffentlich bessere Zeiten in der Gegenwart wieder landen. Ich würde dich bitten, ob du uns noch einige Beispiele bringen kannst, so ganz, ganz konkret aus deiner Arbeit, ja, wo, in welchen Bereichen, zu welchen Themen oder so, auch mit welchen Auswirkungen, mit welchen Ergebnissen die Innovationen bereits stattgefunden haben, damit das auch noch ein bisschen griffiger wird und so. Machen wir es praktisch. Also derzeit betreiben wir 4 Schienen aktiv. Und wir haben einige, die derzeit auf Hold sind sozusagen, aber wo quasi in petto einige Dinge sind. Wir heißt deswegen, weil ich mittlerweile, ich glaube, etwa 25 bis 30 Frauen und Männer motivieren konnte, bei Pastoralinnovation sich einzubringen. Die meisten freiberuflich, manche ehrenamtlich, derzeit keine angestellt, kann sich auch wieder ändern, war zeitlang so. Aber grundsätzlich deswegen wir. Und mit denen entwickeln wir auch Dinge gemeinsam. Und da gibt es einen engeren Kreis, einen weiteren Kreis. Da verändert sich auch immer wieder, sind Leute unterschiedlichen Alters, die wohnen im ganzen deutschsprachigen Raum, einige im Englischen. Und die bringen sich sehr fachspezifisch ein. Und die 4 Hauptschienen sind derzeit, also die schon erwähnte Innovationsschiene für klassische örtliche Gemeinden, also katholisch Pfarrei genannt oder Pfarren, evangelisch eher Gemeinden genannt. Und da haben wir auch derzeit in beiden Großkirchen sind wir aktiv. Und das sind de facto Innovationsprozesse. Weil im deutschsprachigen Raum ist es ja ähnlich wie in der ganzen westlichen Welt, dass diese klassischen lokalen Gemeinden Jahrzehnte von Rückgang hinter sich haben. Also quantitativer Rückgang, aber mittlerweile auch bis hin zur Schmerzgrenze. Also wo manche Gemeinden in manchen westlichen Ländern wissen, wenn das so weitergeht, sind wir in 10 Jahren tot. Oder fast tot, ne? Also nur mehr Restbestände. Dann verliert man natürlich auch bei allem guten Willen an Gestaltungskraft dort, wo man lebt. Mhm. Also da geht es wirklich darum, dass wir sagen, wenn ihr dort, wo ihr seid, einen positiven Impact haben wollt, auch auf die Gemeinde, wo ihr seid, egal wie groß oder wie klein, das spielt gar keine Rolle. Ich arbeite jetzt in einem evangelischen Projekt, da sind 0,8% evangelisch von der Bevölkerung. Und umso interessanter ist es zu fragen, wie könntet ihr denn als evangelische Christen einen Impact haben in eurer Region? Mhm. Oder wo habt ihr ihn jetzt schon und übersetzt vielleicht das? Und worauf solltet ihr euch konzentrieren? Und da geht es dann gar nicht darum, unrealistische Ziele zu haben, dass man die Mitgliederzahl verdreifacht oder was. Das ist wahrscheinlich unrealistisch. Mhm. Und wir bringen dort die Forschungsergebnisse ein aus der Frage, wo gibt es Gegenbeispiele? Also wo gibt es Gemeinden, die sowohl quantitativ wieder wachsen, als auch in Qualität? Qualität heißt dann immer in der Regel, dass ihnen das besser gelingt, dass sie einen positiven Impact auf ihre Umgebung haben, auf ihre Mitglieder und ihre Umgebung. Und das sind dann zum Beispiel Gemeinden, wo jemand, weil er in seiner Gemeinde, ich sage mal, sehr gut verankert ist, aus dem Wertesystem, aus den Inspirationen, aus dem Glauben heraus, die dann dort, wo sie beruflich tätig sind oder in einem Verein und so weiter, quasi anders und besser agieren. Das ist vielleicht ein normaler Sportverein und der dort aktiv ist, agiert mit einem anderen Menschenbild. Oder sie bringen sich in neuen Initiativen ein, wo sie sagen, das ist aber wichtig, dass hier etwas passiert, dass die unterstützt werden. Das kann im sozialen Bereich sein, Flüchtlingsfragen oder ökologischen Fragen. Also da gibt es nach wie vor Studien, dass christlich motivierte Menschen überdurchschnittlich bereit sind, auch bei sowas mitzumachen. Ohne das an die große Glocke zu hängen, dass sie Christen sind. Aber sie sind quasi, bei jeder Flüchtlingskrise hat man das gesehen, da ist einfach eine ganz hohe Bereitschaft da. Natürlich auch bei anderen Menschen. Deswegen sagte ich ja, das ist kein besser, schlechter. Ne? Mhm. Das Zweite, was wir machen, ist eben in diesem Forschungsbereich, da schauen wir, wo kommen Trends her, die Kirchen betreffen. Meistens sind es Großtrends, die auch die Gesellschaft insgesamt betrifft. Also ich sage mal zum Beispiel zunehmender Populismus. Das ist seit etwa 20 Jahren oder eigentlich schon länger seit Reagan und Thatcher und so weiter feststellbar. Damals hat es noch kaum einer als Trend erkannt, ne? Dann kamen so Dinge wie die Moral Majority in Amerika, wo diese
ich würde mal sagen, damals waren das Splittergruppen bei den Republikanern, die sind mittlerweile die Mehrheit. Und wenn man solche, oder Digitalisierung ist ein Trend, oder die Personalisierung von Politik, also ein Beispiel, der Thomas Klestil hat als Botschafter in den USA gelernt, wie man mit personalisierten Wahlkämpfen besser realisieren kann. Da hat das in Österreich umgesetzt. Andere Beispiele mehr, positive und negative. Aber die These ist, wenn man Trends erkennt, kann man sich leichter darauf vorbereiten. Wie beim Wetter. Ne? Wenn ich weiß, übermorgen wird es regnen oder schneien, dann kann ich heute schon meine Winterreifen raufgeben oder einen Zugfahrt planen statt ein Auto oder was. Wenn ich quasi das ignoriere, wie die Trends sind, dann kann ich nicht so gut vorankommen. Und wir versuchen eben solche Trends, natürlich mit Hilfe von Profis, von Trendforschungen und so weiter, wahrzunehmen und aufzugreifen und für den kirchlichen Bereich zu spezifizieren. Und das bringen wir dann ein. Aber nicht nur für Pfarrgemeinden, sondern vor allem auch für Entscheider auf höherer Ebene. Sehr wichtig, weil da wird immer wieder viel verschlafen. Also vielleicht das Beispiel, weil ich jetzt mit einer Frau rede, ne? Die Transformation, dass ab den 60er Jahren immer mehr Frauen berufstätig sind, das hat die Kirche komplett verschlafen. Also in vielen Bereichen wird noch immer so agiert, als ob kirchlich engagierte Frauen halt Hausfrauen und Mütter sind, die eh Zeit haben, dass sie sich in der Pfarrei engagieren. Ich meine, das ist schon lange Zeit völlig, verstehst du, obsolet. Und trotzdem sind die Mindsets bei vielen noch nicht geändert. Oder sowas wie das dritte Zeitalter, ne? Also die jungen Senioren, die schon in Pension sind, aber noch voll fit und viel Geld haben oft und frei sind schon, also müssen keine Betreuungspflichten. Und das ist eine Zielgruppe, die in Tourismus zum Beispiel oder in anderen Bereichen voll erkannt worden ist. In der Kirche sind das alles alte Leute. Dabei ist heute einer mit 60 plus nicht alt, durchschnittlich gesehen, ne? Und es gibt Vereine, die sehr gute Erfolge haben, dass sie solche Menschen eine sinnvolle Tätigkeit anbieten, oft auch ehrenamtlich, und die dort ihre Erfahrung und alles einbringen können und so weiter. Also ich sage nur, es gibt viele Trends, und Trendforschung verbinden wir vor allem auch mit Kooperationen mit Partnern in den USA. Und zwar deshalb, weil die USA offensichtlich die Gegend sind, aus der sehr viele Trends kommen, die uns betreffen, ob wir wollen oder nicht. Also wie das Wetter, das kommt halt durch die Westwindzone zu uns. Bei Tschernobyl haben wir gerade ein Pech gehabt, weil da war mal keine Westwindzone, sondern Ostwind. Aber das ist eigentlich die Ausnahme. Ne? 80-90% ist es anders. Und insofern gibt es eben viele Trends, wo wir jetzt schon mit Partnern, nicht nur kirchlichen, in Kontakt sind, auch Universitäten und so weiter, NGOs, und versuchen, diese Trends bei uns auch bekannt zu machen oder ins Gespräch zu bringen. Rechtzeitig sozusagen, ne? Nicht erst, wenn es da ist. Also das ist eine ganz andere Schiene als nur die Fahrschiene. Also da sind unsere Gesprächspartner eher, also Entscheider auf allen Levels, aber auch die höheren Levels, die also weiter vorausschauen sollten. Ne? Da geht es dann ja, wenn man Trends erkennt, ne, dann weiß ich, wohin sollte ich Ressourcen allokieren oder welche Qualifikationen brauchen wir bei Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen und so weiter. Ne? Was sollten wir verstärken, was ist nicht mehr so wichtig? Das ist das Zweite. Das Dritte ist, dass wir ganz was anderes, so Innovationsforen entwickelt haben. Das sind physische, meistens 1,5- bis zweitägige Treffen, wo entweder erfolgreiche InnovatorInnen oder junge Nachwuchskräfte zusammenkommen und quasi gemeinsam sich so austauschen, dass jeder inspiriert nach Hause geht in seinem Bereich. Das ist interessanterweise hochgradig mehrheitlich nicht kirchlich. Also da kooperieren wir zwar mit kirchlichen Partnern, zum Beispiel Diözese Innsbruck oder so, aber grundsätzlich sind dort maximal 20-30% kirchliche TeilnehmerInnen und die anderen aus anderen Bereichen. Weil, sehr spannend. Weil wir dort eben sehen, genau, dass eben, egal aus welchem Bereich man selber kommt, die Auseinandersetzung mit dem Fremden zu mehr Inspiration führt als nur mit dem Gleichen. Das ist, ich weiß nicht, wenn ein Pfarrer mit einem Bürgermeister redet oder mit einem Jungunternehmer oder mit einer Sozialinitiative, da entsteht oft mehr, als wenn Pfarrer sich nur untereinander austauschen. Oder Sozialinitiativen sich nur untereinander austauschen. Weil eben all diese gleichen Bereiche auch, natürlich für fachspezifischen Austausch braucht es das.
Aber wenn es um grundsätzliche Prinzipien des Innovierens geht, dann ist es gescheiter, wenn man äußere Heterogenität hat, Unterschiedlichkeit. Weil dann kommst du auf die Prinzipien. Also so wie halt, ich weiß nicht, alle Säugetiere Stoffwechsel haben und Herz-Kreislauf-System und Nervensystem, verstehst du aus? Egal, ob das eine kleine Maus ist oder ein Riesenelefant. So ähnlich, ne? Und das ist oft natürlich, du schmunzelst jetzt schon, sehr lustig auch, weil man dann quasi auf Basis der Unterschiede nimmt man dann die Gemeinsamkeiten wahr. Und das ist auch eine viel höhere Lernbereitschaft. Weil wir haben gemerkt, das wirst du vielleicht, bist du, glaube ich, Psychologin auch, oder? Bist du? Oder nicht? Auf jeden Fall, psychologisch scheint das so zu sein, man lässt sich von Gleichen nicht so leicht was sagen. Ne? Also ein Lehrer, der andere Lehrerinnen belehren will, kommt nicht gut an. Ne? Also ich habe früher viel bei Lehrerfortbildungen gemacht, das war immer das härteste Brot. Ne? Aber wenn du jetzt mischen würdest, ne? Wenn eine Gärtnerin erzählt, wie sie zu höheren Erträgen kommt, wie sie als Gärtnerin vor allem sich auf den Humus konzentriert und nicht darauf, auf die Pflanzen selber, sondern auf die Umgebung, dann bist du dort, wo von mir aus Montessori-Pädagogik gelandet ist. Ne? Vorbereitete Umgebung, Hilfe bei den selbstgewählten Tätigkeiten und so. Ne? Und da kann ein klassischer Lehrer drauf kommen, ah ja, ich bin viel zu direktiv. Ich gehe viel zu sehr davon aus, was ich will und nicht, was eigentlich von den Kindern her Sache wäre und so. Ne? Ja. Ich finde es auch immer so spannend, dann wie soll ich sagen, so mit solchen Dingen als Metaphern, als Analogien zu arbeiten. Ne? Also zu sagen, okay, ja, meine Arbeit ist zum Beispiel ausschließlich am Computer, ja, also nichts mit Humus und so. Aber was ist eigentlich der Boden, mit dem ich arbeite? Ja? Welche Nährstoffe hat der, braucht der, fehlen ihm und so weiter. Ne? Also ich finde, das regt Kreativität auch unglaublich an. Ja, du, das zumindest klingt bei alles. Vielen Leuten, ja. Ja, das klingt alles ja im Grunde genommen noch sehr nach so, wie man es kennt von Organisationsentwicklungsprozessen, Innovationsprozessen und so. Würdest du dem zustimmen? Also, dass man sagt, ja, da gibt es einfach auch ganz viel Gemeinsamkeiten, nicht? So wie die Säugetiere halt alle Stoffwechsel haben. Nicht? Ja, also das ist eine Grundthese von uns, dass es Prinzipien gibt, wie man etwas innovieren kann, oder wenn man es jetzt ganz simpel sagt, wie man etwas Bestehendes qualitativ, also verbessern kann, und oder wie man etwas Neues quasi lebensfähig machen kann. Ne? Das sind die zwei fachlich gesehen Unterschiede, dass man sagt, inkrementelle Innovationen verbessern Bestehendes. Also wenn ich heute ein Handy kaufe, werde ich wahrscheinlich nur zu einem greifen, wo ich vermute, dass es besser ist oder sicher bin, dass es besser ist als das vorherige. Sonst würde ich kein neues Produkt kaufen. Ne? Also nur neu reicht nicht, das muss auch besser sein. Was die Kriterien für Güte sind, für Qualität, das ändert sich. Ne? Also heute ist es vielleicht bei vielen Leuten nicht mehr so sehr der Speicherplatz, weil heute jedes Handy en masse, aber die Prozessorgeschwindigkeit oder die grafische Auflösung oder ich weiß nicht was. Ne? Ja. Also das ändert sich. Aber das kannst du auch übersetzen auf nicht Produktinnovationen, auf Prozessinnovationen oder auf soziale Prozesse oder auf Geschäftsmodelle und so weiter, als Mindset-Innovationen. Und das ist natürlich jetzt schon eine hohe Meta-Ebene, aber das hängen wir nicht immer an die große Glocke, aber das ist quasi im Hintergrund klar. Also es geht immer ums Besserwerden, ums Verbessern. Und da muss man halt drüber reden, was sind die Kriterien für Güte. Ja, das, also meine nächste Frage würde auch so ein bisschen in die Richtung gehen, das kann man jetzt natürlich nicht pauschal beantworten, aber so grob von der Richtung oder von Häufigkeiten her, wann ist es besser oder woran erkennst du in deinem Tätigkeitsbereich, dass es besser ist oder in welche Richtung sollte es gehen, damit du es als besser und innovativ empfindest? Naja, da muss ich den Spieß umdrehen, weil für unsere eigene Arbeit gilt ja das gleiche Prinzip. Und besser ist es dann, wenn es tatsächlich bei denen, mit denen wir zusammenarbeiten dürfen oder die wir ein Stück begleiten dürfen, wenn es dort mehr und bessere Ergebnisse bringt. Ne? Also das heißt, wenn unsere Kunden nicht zufrieden wären, erstens würde uns niemand weiterempfehlen und wir machen kaum mehr Akquise. Also die meisten Aufträge, wo wir auch bezahlt werden, ergeben sich einfach aus langsam aus Bekanntheit. Und wenn dann das Buch rauskommt, wird es noch mehr werden, schätze ich. Ne?
Also insofern, es wird uns keiner zahlen, wenn die, die uns empfehlen, nicht sagen, naja, das ist zwar teurer, als wir es gewohnt sind, weil natürlich kirchlich alles subsidiiert ist und da ja nie reale Preise sind. Aber es hat uns viel mehr gebracht. Und damit meinen sie, wir sind besser geworden, es hat uns auch attraktiver gemacht, das hat auch mehr Menschen motiviert, intrinsisch sich bei uns zu engagieren und so weiter und so fort. Ne? Und das kannst du auf alles umlegen. Also wie gesagt, Firmenvorbereitung kannst du dort definieren, wann ist das besser? Und das betrifft nicht nur die Kinder und Jugendlichen, auch die Eltern, die Paten, die Engagierten, die sich dafür einsetzen. Das sagen dann halt nachher bei uns die Engagierten, es war sogar weniger Aufwand und wir haben viel bessere Wirkungen. Eine bessere Stimmung, mehr Engagement, weniger quasi so Konsumentenhaltung, naja, was bietet die uns denn und so weiter. Ne? Und das darunter leiden zum Beispiel viele kirchliche MitarbeiterInnen, dass viele Leute sich wie Konsumenten verhalten. Die machen dann am Schluss so oder so, ne? Aber tragen selber nichts dazu bei. Ne? Und Kirche ist aber immer gemeinsames sich einbringen und nicht nur konsumieren. Und das sage ich auf der quasi Mindset-Innovation mit den Führungskräften. Schaut einmal auf euer Mindset. Wenn ihr euch als Dienstleister seht und die kommen als Kunden, dann seid ihr in der Falle. Also das werdet ihr heutzutage, da hechelt ihr immer hinterher. Also da ist die Welt sozusagen mit ihren Angeboten, ihrer Professionalität, da könnt ihr als Kirchen nie mehr mithalten. Aber wenn ihr sagt, wir laden ein, hey Leute, wir sind überzeugt, jetzt sage ich es einmal religiös, dass das, was dieser Jesus uns vorgelebt hat, vorgelebt, und ein paar Dinge hat er auch gesagt, er hat viel mehr gelebt, ne? Die Evangelien sind ja sehr kurz, da ist manches Protokoll einer Klausur länger. Er hat es vorgelebt und das war attraktiv. Die Leute sind zu ihm gekommen, weil sie gehört haben, was er tat, nicht was er sagte. Es hat positive Auswirkungen gehabt auf ihr Leben. Die wussten nicht, wer der Typ ist. Keine religiöse Erklärung. Es hat einfach gut getan. Der hat aufgerichtet. Der hat heil gemacht. Der hat von Ängsten befreit und so weiter. Also wenn wir glauben, dass das auch heute aktuell ist, dass wir so agieren wie Jesus damals. Und wenn du da mitmachen willst mit deinen Ideen, mit deiner Kreativität, gibt es da hunderttausende Möglichkeiten. Und wenn das Effekte hat, dann ist etwas besser geworden im Pfarrbereich jetzt einmal. Ne? Wenn ein, ich weiß nicht, katholisches Krankenhaus mit allen Zwängen, die heute in der Gesundheitspolitik herrschen, sagen, ja, wie könnten wir, einerseits sind wir ein Krankenhaus wie viele andere, aber wie könnten wir einen speziellen Geist, oder was ist bei uns das Besondere? Was ist das, was Menschen bei uns noch einmal als Plus erleben? Und wie können wir das auch unterstützen? Das muss ja auch realistisch sein. Ne? Auch in dem katholischen Krankenhaus ist die, ich weiß nicht, pro Kopf äquivalent zwischen, ich weiß nicht, Betreuenden und Zubetreuten nicht höher als woanders. Also wie kann das gelingen? Ja. Da kann vielleicht auch dazu beitragen, dass man ein gescheiteres administratives Programm oder Abläufe entwickelt, die Zeit sparen, helfen, was immer. Und dann ist die Frage, wie weit sind die MitarbeiterInnen geschult auf das, was macht eigentlich ein christliches Wertesystem oder Menschenbild aus? Ne? Oder sind sie und so weiter. Es kann auf allen Ebenen angewandt werden. Die Prinzipien dahinter, im Hintergrund, sind quasi wirklich anwendbar auf alle Prozesse und Bereiche. Ich glaube, ich habe dich vorher unterbrochen bei deinen vier Punkten. Ich glaube, den vierten habe ich dich noch nicht erwähnen lassen. Unglaublich aufmerksam, Ira. Wahnsinn. Der vierte ist, dass wir eben, das ist dieser vorhin erwähnte Pool von ReferentInnen, diese 25 bis 30 Leute, die wir quasi sehr flexibel einsetzen können. Gott sei Dank jetzt, das ist auch ein Plus gewesen von der Corona-Krise, weil jetzt auch im kirchlichen Bereich die Bereitschaft viel höher ist, dass man einfach nach Zweckmäßigkeit sagt, machen wir ein Gespräch oder einen Austausch, ein Seminar online oder physisch. Ne? Weil ist klar, wenn das nur ein Abendseminar ist und die Kolleginnen sind in Frankfurt, werden sie nicht für einen Abend nach Graz oder nach Hamburg kommen. Also das ist jetzt ganz pragmatisch. Aber das Tolle ist, dass wir damit, das sind vor allem jüngere Leute als ich, die einfach in bestimmten Bereichen viel, viel besser sind als ich als Gründer. Und die jetzt schon sagen, ja, ich will diese Vision mittragen, ich bringe mich da ein. Und dahinter steckt jetzt auch bei uns dieser Change, dass wir nicht nur ReferentInnen suchen und vermitteln, sondern einige dieser ReferentInnen auch Interesse haben, quasi unternehmerisch bei uns einzusteigen. Entweder indem sie einen dieser Bereiche, dieser erwähnten, langfristig oder mittelfristig auch übernehmen wollen
und ich das dann quasi auch übergeben kann, wie immer sie das weitermachen wollen, oder auch eigene Ideen einbringen. Also ich habe jetzt ein paar Interessenten, die haben eigene, ich würde mal sagen, sehr innovative Dinge entwickelt und auch durchgekämpft, von Kinderkrankheiten bis zu dann Lernen, wie das erfolgreich gehen kann. Und die gehen jetzt quasi so auf die Bildungsebene und wollen das, was sie sich erarbeitet haben, auch anderen weitervermitteln. Und die steigen so mit Masterclasses und so ein und sagen, da wäre die Pastoralinnovation für sie eine gute Plattform, um das auch bekannt zu machen, um die organisatorische Infrastruktur zu haben und so weiter, die sie sich selber einfach nicht von null weg erarbeiten wollen. Ne? Mhm. Also da ist jetzt eine ziemliche Transformation im Gange. Und für mich heißt das, dass ich jetzt auch zunehmend Zeit investiere in die Begleitung, ins Coaching, ins Mentoring solcher Leute und weniger operativ selber machen werde in Zukunft. Ne? Das ist so die interne Change. Georg, das bringt mich zur Standardfrage Mood Talks. Was macht dir Mut? Mhm. Ja, gibt es viele Möglichkeiten, das zu beantworten, aber ganz stark, also die für mich oft überraschende innere und manchmal dann auch äußere Verbundenheit wie mit Menschen wie dir zum Beispiel oder auch aus anderen Bereichen. Also das ist so schön zu erleben, wenn man so in den Austausch kommt, dass es eben nicht so abhängig ist, sind wir jetzt im gleichen Bereich tätig oder mit, verstehst du, sondern wo man einfach spürt, da ist was da und das ist echt wunderschön. Also das macht wirklich Mut, dass ich nicht allein bin quasi. Ne? Und dass wir nicht uns total kennen müssen oder jede Kleinigkeit der gleichen Meinung sein müssen, überhaupt nicht. Aber was man spürt, es gibt einfach Menschen quer durch den Gemüsegarten, in allen Kulturen, alle Gender, was immer, verstehst du, keine politische, religiöse Orientierung, aber es verbindet so viele Menschen mit einer Lebenskraft, wo sie sagen, das, was ich beitragen kann, da will ich auch was beitragen. Das ist wirklich das Schönste. Ja. Und das andere ist eben dieses für mich nach wie vor mutmachende, wenn ich selber wieder einfach einatmen kann. Also wenn ich selber spüre, ich bin out of breath, ne, also mir geht irgendwie die Luft aus und ich hab einen depressiven Hänger oder es kommen so Fragen, hat das überhaupt einen Sinn oder ich bin enttäuscht, weil natürlich gibt es immer wieder auch Reaktionen, das ist jetzt Gott sei Dank weniger geworden, aber am Anfang auch so polemische Sachen. Ja, will der jetzt, ich weiß nicht, da als Berater, verstehst du, reich werden und ich weiß nicht, das ausnützen, was er da erarbeitet hat. Das kommt jetzt Gott sei Dank überhaupt nicht, weil es die Leute eh gesehen haben, dass das gar nicht stimmt. Aber es gibt trotzdem auch gemeine Leute und also wirklich untergriffige Sachen hinterm Rücken herum und so. Ne? Und da bin ich ein ganz normaler Mensch, den sowas auch betroffen macht und berührt. Ne? Und insofern da immer wieder auch durch solche, würde mal sagen, Bedrohungen oder Versuchungen nicht aufzugeben. Also nicht zu sagen, es hat keinen Sinn, sondern es hat auch dann einen Sinn, wenn ich vielleicht keine Ergebnisse sehe oder wenn es scheitert oder solange ich wieder einatme und das Gift rauslasse, ne, wieder ausatme, wieder einatme, solange ich auch was daraus lerne oder darauf vertraue, dass es nicht darum geht, ob ich gleich Ergebnisse sehe, sondern ob da etwas Richtiges entsteht und es noch so klein ist. Ne? Mhm. Ja. Die andere Frage, die du vielleicht schon zum Teil beantwortet hast, die andere Frage lautet, wofür brauchst du Mut? Und wieso, ich meine, du hast sie vielleicht zum Teil schon beantwortet, du hast auch erwähnt, es gibt sie auch diese Momente, diese Tage, wo man Durchhänger hat oder deprimiert ist, wo es nicht so läuft, wie man sich vorstellt. Dafür brauchst du wahrscheinlich Mut, aber gibt es da auch noch andere Dinge, andere Bereiche, für die du Mut brauchst? Ja. Ich muss ein bisschen schmunzeln, weil ich war ja, wie gesagt, eher als Kind, Jugendlicher vielleicht das, was man übermütig bezeichnen würde. Ne? Also zu viel Mut. Und ich halte ja sehr viel vom Wertequadrat von Schulz von Thun, dass vieles Negative aus der Übertreibung des Guten entsteht. Also aus dem zu viel und nicht zu wenig. Also ich möchte gar nicht zu viel Mut haben, sondern das richtige Maß, aristotelisch gesehen.
Und das Wichtigste aktuell ist für mich tatsächlich, dass ich einfach, das sind jetzt einfach aus meiner Perspektive vorwiegend junge Menschen, dass ich den Mut habe, denen auch wirklich was zuzutrauen und auch rechtzeitig was zu übergeben und loszulassen und nicht schon wie ein alter weißer Mann quasi immer zu wissen, was besser geht. Und also ich habe heute mit einer jungen Frau gesprochen, die könnte meine Tochter sein, in einer Organisation, wo ich ehrenamtlich tätig bin, die ist jetzt ein knappes Jahr bei uns dabei. Und da habe ich mich einfach mal ausgetauscht und wollte von ihr wissen, sie soll einmal ehrlich, wie sie das empfindet von meinem Verhalten. Ich bin dort Obmann, ne? Und das hat mich sehr ermutigt und bestärkt, dass ich hier wach bleibe und lernfähig bleibe, um zu merken, also wie kommt das, wie ich bin und wie ich sage manche Dinge und mache bei jüngeren Generationen an, die einfach ganz anders aufgewachsen sind und unter anderen Bedingungen. Mir hier nicht einbilde, ich weiß das eh alles, ne? Besser oder so. Also diesen Mut, den wünsche ich mir am meisten, dass ich tatsächlich auch, ich bin jetzt so in der Phase, was jetzt mache ich knapp 10 Jahre, werde nächstes Jahr 60, ich möchte unbedingt bis 65, wenn ich gesund bin, das einfach operativ schon leiten noch, ne? Aber dann soweit sein, dass ich es schon vorbereitet habe oder Teile schon übergeben habe und dann muss ich einfach rechtzeitig auch loslassen, auch zulassen, ne? Die konkreten Leute, die jetzt einsteigen wollen, die bringen ihre Ideen ein und das sind oft, an die hätte ich gar nicht gedacht, ne? Das. Ich finde es wunderschön, wie du das jetzt formuliert hast, dass du Mut brauchst, um zuzulassen, dass junge Menschen übernehmen können und so. Weil, so wie ich dich verstanden habe, geht es ja nicht darum, Jesus, na, die verbocken das vielleicht, nicht, sondern den Mut zum Loslassen. Ja? Also den eigenen Schritt zu gehen, nicht, dass ihn die anderen nicht gehen können, sondern den Mut, diesen eigenen Schritt zu gehen. Und das finde ich unglaublich berührend und schön. Ja. Lieber Georg, gibt es noch irgendwas, was du uns mitgeben möchtest, was ich dich noch nicht gefragt habe, wo wir noch nicht hingeschaut haben? Naja, ich habe den Eindruck, unser Gespräch hat uns ja irgendwie geführt. Wir sind ja sehr aufeinander eingegangen und haben da nicht irgendeine Agenda abgearbeitet. Und wenn ich ein bisschen deutlich machen konnte, auch für Leute, die mit vielleicht Kirchen wenig anfangen können, und Glaube ist noch einmal was anderes, aber das, für mich ist das keine Sonderwelt. Also ich lebe als gläubiger Mensch, als kirchlicher Mensch, zunächst einmal ganz normal als Staatsbürger oder als Mitglied dieser Gesellschaft in dieser Welt und fühle mich da auch sehr verbunden. Und dass ich mich durch meinen Glauben oder mein kirchliches Engagement weder besser noch schlechter fühle, sondern ich fühle mich mit denen verbunden, die, wie gesagt, ihren Beitrag leisten wollen, dass diese Welt sich gut und hoffentlich besser entwickelt, Richtung mehr Menschenwürde, mehr Gerechtigkeit, Solidarität, auch mehr, wie wir es sagen, im kirchlichen schöpfungsgerechten Handeln. Also ich denke, da bringt ihr sehr viel ein. Und dass diese Verbundenheit stärkt und wichtiger ist als alles Trennende oder Unterscheidende. Das Unterscheidende ist dann nicht trennend, ne? Und gerade Krisenzeiten, wie wir sie jetzt erleben und wie sie sicher noch zunehmen werden, denke ich, können eine Hilfe sein, dass man hier irgendwie Tacheles reden muss. Also es kann sich eigentlich keiner mehr verstecken. Es ist eine Zeit, wo kaum einer sagen kann, ich habe das nicht gewusst. Ich verstehe auch die Wut, weil wir vom Mut, die Wut zum Beispiel von manchen ökologisch Bewegten heute in Graz wieder Straßen blockiert etc. Da bin ich auch mit einigen im Gespräch und ich verstehe das sehr gut, dass die sagen, ihr habt 30, 40 Jahre verschissen. Ihr habt genau gewusst, was kommt und habt das einfach ignoriert. Und dann sag nicht, ich habe nichts damit zu tun, du hast auch gewählt. Und du fährst auch ein Auto statt und so weiter und so fort. Ne? Hast auch angefangen mit Billigflügen. Du konsumierst viel zu viel und so weiter. Ne? Also ich verstehe das sehr gut und ich sehe da jetzt, theologisch würde man sagen, prophetische Gewalt dahinter. Also wirklich Gewalt im Sinne von auch Engagement, Leidenschaft für das Gute. Die Propheten waren im Alten Testament immer die, und Jesus war auch ein Prophet, die Wahrheit auch gesagt haben und beim Namen genannt haben. Auch die schwer verdaubare Wahrheit. Und gleichzeitig wäre es schön, wenn, egal aus welcher Ecke man persönlich kommt, wenn man einfach auch im Austausch ist, über was heißt konkret Welt verbessern, weil das natürlich auch bewahrt vor negativen Übertreibungen des an und für sich Guten. Also man könnte auch im ökologischen Bereich wird ja oft
polemisch gesagt, es geht alles Richtung Ökodiktatur zum Beispiel, ne? Weil anders lässt sich das nicht mehr regeln. Wenn wir warten, bis 27 EU-Staaten sich einig sind, dann sind schon wieder, ich weiß nicht, wie viele Gigatonnen aufgebraucht, die wir noch haben. Da gibt's solche Versuchungen und die sind ja auch zum Teil argumentierbar. Und dennoch glaube ich, dass der harte Weg des Beteiligens, des Ausredens, des Bewusstseinsbildens trotzdem wichtig ist. Sonst sind andere Nachteile noch einmal wesentlich größer und kommt es zu anderen Riesenproblemen. Ne? Ja. Also insofern glaube ich, dass auch innerhalb derer, die die Welt verbessern wollen, wenn ich es einmal so sage, ein Austausch auch mit den anderen gut tut. Das versuche ich eben in meinem Bereich sehr zu fördern, dass ich auch kirchlichen Leuten sage, du kannst viel lernen von Leuten, die mit Kirche nichts am Hut haben, die kritisch sind. Red mit Leuten von Fridays for Future oder von Extinction Rebellions und so weiter. Du wirst was lernen draus. Sei mal neugierig. Und umgekehrt genauso. Ne? Georg, aus meiner Wahrnehmung hast du das ganz wunderbar rübergebracht, ja, dass Ja, das danke. quasi ein Teil des Lebens ist und nicht außerhalb und nicht ganz was anderes. Das hat mich auch sehr angesprochen. Ich bin ja auch eine große Verfechterin dessen, dass man einfach miteinander reden soll und einmal schauen, nicht, und sich dann nachher ein Urteil bilden oder wie auch immer. Und dass es unglaublich wichtig ist, mal Fenster zu finden, wo man ein bisschen durchschauen kann und dann vielleicht auch Türen aufzumachen, Türen zu schaffen, wie auch immer, und ins gemeinsame Tun zu kommen. Ich danke dir ganz, ganz herzlich für deine Zeit, für deine Ausführungen, für die neuen Sichtweisen, die du uns gezeigt hast, und wünsche dir ganz viel noch an Freude und Erfüllung und erfolgreichem Innovieren mit deinem Danke. Pastoralleben. Danke herzlich für das Gespräch, für die Zeit, das Interesse. Dir auch alles Gute und allen Hörerinnen oder Schauerinnen auch, wenn irgendwie was auftaucht. Also ich freue mich immer über Feedback, Rückmeldungen, auch kritisches Feedback und werde auch jede einzelne Anfrage oder E-Mail beantworten. Super, fein. Danke. Alles Liebe, Georg. Auf bald. Danke dir. Ciao. Tschüss. Baba. Mood Talks. Powered by Die Mutmacherei.